Wir sind beim letzten Teil. Wir sind jetzt... Wir gehen Remington seine Geliebte wieder. Now I'm whole again. Love is eternal, but people are so fragile. I need to talk with Henry before he makes a mistake. Take me to my captain. Gerne doch. Bring dich da gerne hin. Los, komm, wir gehen. Nein, nicht hin. Ich muss hier runter. Du musst doch hier lang. I do not wish to be resurrected, my love. It's time you joined me. Stay. Please. Oh, er tut mir irgendwie leid. Wie er so steht, er kann ihm schon... Er tut mir leid. I was so blind and selfish. After all this time... She's still only wants that I give up on this cruel and vengeful life. She wanted an ordinary man, not a legendary criminal. Rather than resurrecting her, I should join her in the afterlife. Perhaps she is waiting for me there. Davon gehe ich aus, mein Lieber. Fine. Those 12 cursed doubloons, and bring me my deposit, the only thing that can make me a mortal man again. Oh, no, 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 no. Golden ist verloren. Gott, irgendwie, ihr tut mir leid. Ich kann es nicht lassen, es tut mir leid. Reichsapfel. Krone, Flöte. Kind. Heiliger Gral, Armreif und ein Dolch. Ein Dolch, ein Dolch. Genau, eine Urne. Warte, hier muss doch noch... Die Urnensäulen waren einst in einer logischen Folge angeordnet. Ich muss versuchen, diese Folge wiederherzustellen. Und wo ist die 1? 1, 2, 3... Nein, Quatsch, das... 3... 4, 5, 6, so. Der hat so ein Sonnensymbol, aber den kann ich auch bewegen. Haben wir denn noch andere Sonnensymbol? Nee, weil das sind fast hier mit überein. Gestimmt hätte. Machen wir mal hier oben die, wo... Ich wollte gerade sagen, wo immer nur einer drauf ist, aber das geht ja nicht. Hier ist nämlich einmal nur einmal drauf, so das passt, aber...
Gottes Willen, das war jetzt schon eine etwas schwierigere Geburt. Aber wo gehört denn jetzt nochmal die Perle hin? Was habe ich alles? Perle? Okay, ich muss mal eben gucken, wie viele Dublonen ich habe. Ich weiß das so gerade gar nicht. Aber diese Perle wird ja auch noch für irgendwas zu gebrauchen sein, denke ich mal. Aber ich brauche tatsächlich auch nur noch 7. Remington jumped in after Mary and saved her from drowning, but the rescued girl soon became feverishly ill. The captain couldn't trust any of his vicious mates, so he personally nursed Mary back to health on Skull Island. During that time, Remington fell in love with the beautiful Countess at his mercy. Mary noticed Remington's feelings and started to care for the legendary pirate. While Remington's and Mary's love was becoming mutual, Mary's father was preparing a coalition of military forces to rescue the girl. The grim Baron Bannister had only recently come into money and power and was still greedy for more. He was planning to kill 3 birds with 1 stone, liberate his daughter, kill the fearsome pirate, and save the ransom. To win Mary's heart, Remington revealed the truth of his origin. Turns out, Remington was a poor nobleman who signed a pact with the infernal Davy Jones. For the price of his soul, Davy made Remington immortal. The all-powerful Remington joined forces with Caribbean pirates and acquired a formidable crew. And now, thanks to Mary, the captain promised to end his pirate career. Star-crossed lovers planned to marry at once, with all the seas pirates in attendance to witness their vows to each other. On the eve of the wedding, a military coalition struck the fortress full of defenseless pirates. The Caribbean Sea turned red with blood, and Skull Island became a place of torment. Remington was sentenced to death before Mary's eyes. The young countess was broken-hearted. Arme. Muss man ansehen, wie ihr Liebster getötet wird. Und sie wird an einen anderen Kerl verschachert. Baron Bannister was claimed victorious for killing Remington and his nefarious crew. The Baron capitalized on his success by forcing his daughter to marry the captain of the Royal Navy. Mary endured a childless and unhappy marriage with the old dull soldier. And when her spouse eventually died, Mary, now a wealthy widow, decided to return to Skull Island. Dass sie da dann noch leben konnte, das bewundere ich schon so ein bisschen. Even though Skull Island was now a sad and dreary place, memories of happier times came back to Mary as she started wandering the familiar grounds. Mary used the money she inherited to build a crypt for her and her captain if his body was ever found. Soon after that, the lonely Mary died. According to her wishes, she was buried at the new crypt. Hätte ich mir an ihrer Stelle, glaube ich, auch gewünscht.
Meanwhile, as the centuries passed, the immortal Captain Remington lay at the bottom of the sea, brokenhearted, stripped of his enchanted weapons, and weighted down by shackles and corals. The only person who could make him happy was dead. The only thing which could redeem him, a gift for the bride, was still in the cursed chest on his galleon. Remington grew weaker and weaker under the sea, waiting for a chance to set things right. You brought the doubloons, but have you found the pearl? Wir laufen jetzt mit. Jetzt liegt er da ganz. Ganz komisch irgendwie. Jetzt wäre er jetzt auch tot. Oh Gott, das ist ein bisschen gruselig. Also, das Spiel ist nicht unbedingt gruselig, aber ich finde, es hat eine unglaublich schöne Atmosphäre. Wenn man viel hin und her laufen muss, aber ich finde, es hat eine unglaublich schöne Atmosphäre. My dear, are you all right? Mom, you saved me! I always will. Ja, und das war's dann auch schon mit Nightmares from the Deep. Es ist eine Collector's Edition. Ich bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob wir ein Bonuskapitel haben. Ich muss mal eben. Na. Inklusive Bonuskapitel. Muss ich dann doch tatsächlich gleich nochmal reingucken. Ich will aber eben die Credits zu Ende durchlaufen lassen. Also ich finde das Spiel, wie gesagt, es hat eine unglaublich schöne Atmosphäre. Von den Enigmatis-Machern. Ja, und Enigmatis fand ich auch schon total cool. Muss mal gucken, ob ich das hier auch nochmal spiele. Enigmatis 1 habe ich nämlich tatsächlich zu Hause. Das könnte ich also durchaus mal spielen. Ich habe aber auch jetzt den zweiten Teil von Nightmares from the Deep. Den wollte ich nämlich dann eigentlich erstmal hinterherhauen. Ja. Also ich fand das Spiel doch sehr schön. Fand ich beim ersten Mal schon, also ich habe es ja schon einmal gespielt. Da fand ich es auch schon unglaublich schön. Einfach unglaublich gut gemacht von der Grafik her. Die Musik war unglaublich schön dazu. Und es hat einfach eine total schöne Atmosphäre. Also es gibt tatsächlich für mich Spiele, wo man sich irgendwie so einen Kopf packt und sagt, oh mein Gott, was soll das? Eins davon habe ich selber mal gespielt. Das Spiel ist einfach unglaublich schlecht. Das ist tatsächlich unglaublich schlecht. Also ich habe ein paar zu Hause liegen, wo ich dachte so, boah, nee, komm. Hä? Was ist das? Aber das hier gehört eindeutig zu den besseren. Da habe ich noch ein paar von rumliegen. Ich habe auch eins hier liegen, das würde ich tatsächlich gerne endlich mal aufnehmen, aber Aufsicht war außerirdisch eingeladen. Alles klar. Jetzt haben wir sie einmal durchlaufen lassen. Das kann ich leider noch nicht, weil... Extra. Weil es sich mit Fraps nicht aufnehmen lässt. Hier ist das Bonuskapitel. Aber das fange ich erst beim nächsten Mal an. Pihi.
Also bis dahin. Tschüss.